Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Jetzt habe ich mich schön voll gegessen. Ah, ich muss direkt mit dir reden. Auch mit Kuchen, ich habe eigentlich schon zu viel gegessen. Dass du da bist. Zu deinen Diensten, Herr. Ich bin im Begriff, den Befehl zum Angriff zu geben. Und da wir es größtenteils dir zu verdanken haben, dass der Tribok noch steht, sollte dir die Ehre des ersten Schusses zufallen. Mann, das ist ja wie im Swingerclub hier, die Ehre des ersten Schusses. Meine Festung zu zertrümmern? Mich begeistert das wenig. Verzeih, Herr, so war das nicht gemeint. Da ist nichts dabei. Die Männer beladen den Tribok. Du musst nur den Hebel betätigen. Ich schätze, das kriege ich hin. Dann nehmen wir Talmberg ein paar Tage in die Mangel. Herr Robert erklärt dir, was danach geschieht. Alles Gute. Ah, okay. Danach habe ich noch ein paar Tage Zeit, alles Mögliche zu machen. Und ich habe keinen Bock zu lernen, also spiele ich einfach weiter. Vorhin habe ich mit Black Dragon Raft beendet. Ja. Das Spiel hier habe ich auch schon ewig offen. Vor der Ausbildung noch. Und jetzt bin ich fast aus dem ersten Lehrjahr. Muss ich mit dir reden? Schönen Tag. Viel war nicht zu holen und wir hätten alles verlieren können. So ist der Krieg, aber Gott stand uns bei. Letzten Endes sind sie nichts weiter als ein Haufen Halsabschneider. Hinterrücks sind sie gut, aber macht sie das zu richtigen Waffenknechten? Sie warten lieber, bis einer in die Büsche geht, um sich zu erleichtern. Er hebt seinen Kettenpanzer und schon fallen sie ihm in den Rücken. Lieber kämpfe ich gegen echte Männer. Aber du weißt, mit wem du es zu tun hast. Vermutlich macht Toss uns genau deshalb das Leben so schwer. Ich hatte schon das Gefühl, dass die echt gut sind. Die haben uns ziemlich gut verprügelt. Ach, kann man zusehen, wie sie den spannen. Interessante Technik. Ich weiß tatsächlich nicht so extrem viele, also... Ich weiß schon einiges darüber, dass die Ingenieure waren gut genug, auf der Festung Königstein den Bürgermeister mehrfach damit runterzuballern. Zielgenau sogar. Die haben immer wieder runtergeschossen. Und die Stadtbevölkerung hat ihn immer wieder draufgestellt, die arme Sau. Ich glaube über 10 Mal oder so. Ja. Ich weiß auch, dass man das Ding erst baut und dann wird es beladen. Also das Gegengewicht. So, müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Ja, erstmal Dorfbewohner anfallen. Eigentlich muss das nur lösen. Ach, der Stein ist noch nicht drauf. Ah ja. Gut. Okay. Hundi, geh da besser nicht hin, du könntest wegfliegen. Ui. Ist bestimmt ein schönes Gefühl, das zu machen. Divish meinte... Herr Divish. Herr Divish meinte, du würdest mir sagen, wie es weitergeht. Ja, wir sehen zu, wie Ichtwan sich in die Hosen scheißt. Das ist alles? Zumindest für ein paar Tage. Wenn du noch was erledigen willst, dann jetzt. Vergiss nur nicht zurückzukommen. Auf bald. Ja, 2 Tage.
Pferd. Hä? Muss ich das nicht erst in 2 Tagen machen? Ja. Okay, gibt's ja noch was zu tun. Hast du noch eine Aufgabe? Hast du etwas auf dem Herzen? Ein paar nahmen die Beine in die Hand. Wenn sie bis nach Kuttenberg rennen, ist mir das wahrlich recht. Ich fürchte, sie haben andere Pläne. Wenn das Istvans beste Männer waren, könnten sie uns in den Wäldern auflauern. Vermutlich wollen sie uns in einen Hinterhalt locken. Das befürchte ich auch. Die ist erst leichter, wenn Tost vom Tor baumelt. Doch in der Zwischenzeit wüsste ich gerne, ob die Wälder hinter uns sicher sind. Kann ich auf dich zählen? Natürlich, Herr Robert. Soll ich dir ihre Rüstung als Beweis für ihren Tod bringen? Das ist nicht nötig. Ich vertraue dir, Heinrich. Du musst nicht einmal töten. Lass uns nur wissen, wo sie sich verkrochen haben. Es gibt keinen Grund, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Mach's gut. Doch, ich muss leveln. Oh ja. Ich dachte, ich mach's wie ein Pokémon Spasti. Hier, alle Orten aus der Region Kanto. Warum klebt Blut an diesen Orten? Okay, irgendwo hier haben die wahrscheinlich ein Lager. Hier ist nichts zu sehen. Ich sehe das hier oben auch noch dazu. Ich nehme mal das Lager da. Irgendwie halte ich es für wahrscheinlich, dass sie da sind. Einfach nur, weil das schon ein Lager ist. Werden wir sehen. Dass die auch trotzdem noch kontern können, perfekt. Ja, klar. Dieses ständige Durchschlagen ist so scheiße manchmal. Hast du genug? Hast du genug?
Okay, die nehme ich mit. Mal schauen. Hier war doch noch einer, oder? Falschen Zeit am falschen Ort. Ja, bin ich das? Du hast nicht mal versucht zu sagen, hey, es tut mir leid, das ist ein Versehen. Hat er mich echt auch noch bedroht? Was für ein Idiot. Wisst ihr, es gibt solche Situationen, in denen man das besser nicht tut. Hätte sich ergeben, hätte ich vielleicht sogar gehen lassen oder an die Galgen gesteckt. Okay, nächste Lager. Kann ich noch ein bisschen besser im Reiten werden? Ja. Ich glaube, ich bin schon sehr nah. Aber solange ich nicht angezeigt wird, dass ich ein Gebiet suche, dürfte eigentlich noch nichts passieren, aber ich glaube, die sind hier. Ja. Ne, hier wohnt eine... Hab mich geirrt, das war's nicht. Erstmal loben. Da, hier eine Salami. Schmeckt nicht nur mir, sondern auch meinem Hündchen. Hi. Das ist aber ein richtig kleines Rehkitz. Ah, das war der Tribock. Okay, wie viele Leute haben wir hier wohl? Die greife ich wahrscheinlich auch einfach an. Alleine hier? Wie jetzt, das war's? Tja.
Da ist noch einer. Den hole ich mir gleich. Normal. Die Kiefernzapfen hätte ich schon längst ins Feuer geschmissen, weil sie mir auf den Sack gegangen wären. Wenn ich schon ein Lager habe, dann sollte ich es doch einigermaßen sauber halten, oder? War hier nicht gerade noch jemand? Was zur Hölle war das? Oh. Oh. Spart eine Menge Ärger. Es waren echt nur zwei Leute hier. Reiten verbessern. Also ich werde auf jeden Fall spätestens nächste Woche mit der Aufnahme hier fertig. Jetzt ist der 2.7. Da bin ich guter Dinge. Jedes Projekt muss einmal enden. Selbst Endlosspiele müssten rein theoretisch enden, aber ja. Keine Ahnung, warum ich dann irgendwie abgeworfen werde. Diese blöden, undurchdringlichen Bereiche hier, die man nicht richtig einsehen kann. Ja, Alpha-Wende, quasi. Mini-Alpha-Wende. Ich laufe jetzt hier so runter, das ist ja belastend. Ich dachte kurz, hier steht einer, ist auf dem Baumstumpf. Hä? Oh, falsch. Nein, oh, lass es runter. Hallo, da geht doch. Auch noch einer. Ja. Alles voll Häschen. Okay, hier steigen wir mal lieber ab. Okay, das ist gefährlich. Und sie haben mich entdeckt. Oder? Laufen die weg? Schnapp ihn dir! Thank you.
Wo ist der Rest? Die holen wir jetzt auch noch. Schnapp ihn dir. Hätte mich mehr gefreut, wenn ihr mich angegriffen hättet. Das war ein Wächter? Was zur Hölle? Das waren die Banditen. Naja. Sowas kann schon mal im Krieg passieren. Ach, hier ist ein Gefecht. Das ist ein Wächter. Töter, hast du gut gemacht. Wir haben zwar den Falschen getötet, aber es ist okay. Er rechnet schon damit, dass hier plötzlich Wachen rumlaufen, also bitte. Ach so, ich bin da gar nicht auf dem Pferd. Was passiert eigentlich, wenn ich hier langlaufe? Ich mach's alleine kaputt. Ganz ehrlich, gib mir eine Axt und ich hack das kaputt. Das ist ja noch nicht. Das ist gar kein Eisentor, das ist ja ein Holztor. Ich dachte, das ist aus Eisen. Ich schieße jetzt mal ein Huhn weg. Meisterjäger Wichtelein hat wieder zugeschlagen. Praktisch, ist direkt gerupft. Sieh mal ganz. Wird tatsächlich ein Hühnchen einfach. Hat gar nicht gemerkt, wie ihm geschah. Ja, das stimmt. Halt, Moment, ich wollte dich doch füttern. Wollt noch mal sehen. Aber so ein gekochtes Hühnchen ist schon was Feines. Oder gebratenes Hühnchen. Ja. Schlimmste am Hühnerschlachten ist eigentlich wirklich aus meiner Sicht immer das Rupfen. Das ist wirklich was ich nicht kann. Entdeckt. Die restlichen Wälder sind sicher. Mir fehlt ein Stein vom Herzen. Und nun lass uns Toss von dieser Welt ziehen. Ich bin zurück. Bist du blind?
Tannenberg steht noch unter Beschuss. Du bist zu früh. Alles Gute. Ja. Gehen wir nochmal nach Skalitz. Hätte ich jetzt eigentlich einen Schnaps trinken können, wenn ich so drüber nachdenke, aber andererseits, was soll's. Quests habe ich nicht mehr, also kann ich auch die ganze... Ach, ich könnte noch nach Pribislavitz gehen. Da sind auch ein paar Rechtsprechungen zu machen. Kann ich nicht auch Rovna nochmal aufbauen? Wo ist der Hinterhalt? Ah! Kannst du kämpfen? Oh ja. Leck mich doch. Kontert. Haha, in your face production. Mist, hab ich verkackt. Dieses Vorbrechen ist so fies. Oh, der war ja vollkommen alleine. Der hat auf jeden Fall ein bisschen was dabei. So, habe ich hier nicht irgendwo ein bisschen Schnaps? Oder guten Wein. Der gibt auch Energie, oder? Ich will nur noch mal die Super Banditen da killen. Weil die sind echt lohnenswert. Halt. Okay. Komm mal an gegen Banditen. Die Command kriegen gerade ordentlich auf die Fresse.
Aber die geben auch gut, die teilen auch ganz gut aus für dich. Ja. Klar, natürlich wertet das. Der wertet das einfach souverän ab. Ey, ich stand vor dem. Wie kann denn sowas abgewehrt werden? Mach doch was, Heinrich, nicht rumstehen. Köter! Hau ihm doch einfach deine Scheiße. Jetzt hau ihm doch mal dein. Wie der sich halt manchmal anstellt, Herr Heinrich, im Kampf. So. So. Manchmal ist das so eine Mimose. Guter Bogen. Oh, ein Schnaps. Ah, diesmal waren keine Superräuber hier. Oder die sind tot. Doch, die waren da. Die haben echt verloren. Wer hätte es gedacht? Ich hab gedacht, die machen die noch fertig. Ja, aber das ist halt echt das Problem, wenn du... Sobald zahlenmäßig Unterlegenheit ist so extrem mit dem Spiel. Du hast halt sofort richtig Probleme, sobald das einer mehr ist als du. Schnaps. Komisch. Ey, hier ist doch ein Weg lang. Warum wird nicht der genommen? Es ist viel, viel sicherer, durch den Wald zu gehen, wie mir scheint. Ihr seht wahrscheinlich nicht so viel. Ich bin besoffen, shit. Kommt drauf an, wie viel ihr seid. Aktuell sehe ich es ja noch nicht mal. Da kommt einer. Ist der alleine? Du bist tot. Ja? Was zur Hölle? Lachst du immer noch? Ganz ehrlich, das war jetzt nicht unbedingt ein Geniestreich von dir.
einen gut ausgerüsteten Ritter anzugreifen. Man, wer kommt auf die Idee, hey, ich habe ja hier diesen Knüppel und hier dieses Messer. Ich greife jetzt einfach mal diesen Ritter da an. Ich habe zwar keine Ahnung vom Kämpfen und der Typ ist wahrscheinlich ziemlich gut ausgebildet, aber ich versuche es trotzdem mal. Es ist einfach eine dumme Idee, es hört sich einfach alles dumm an. Ui, bin ich dicht. Okay, da muss ich darf keinen Schnaps mehr trinken, wie es scheint. Ich trinke schon ein bisschen Gift. Hast du noch? Oh nee, ich habe gar keinen Gegenschnaps mehr. Ich versuche trotzdem mal. In dem Zustand kann ich nicht kämpfen. Da kann ich echt nicht kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich bin zu betrunken. Okay, ich kann gerade nichts mehr machen. Ist die Schenke noch offen? Ah, ich krieg keinen Ärger, wenn ich hier ohne rumlaufe. Oh ja. Das Eberbräu war tatsächlich richtig gut. Erstmal kurz einen klaren Kopf bekommen. Dann legen wir uns erstmal hin. Dann sprechen wir noch ein bisschen recht hier. Bisschen ausschlafen, dann sollte der Rausch auch weg sein. Ja, früh um 8, das passt schon. Ey, Moment, werde ich rausgeschmissen oder was ist los? Ich habe zumindest keinen Kater. Jetzt schauen wir mal. Wow, jetzt bin ich reich. Was ist denn du? 100 dann Ruf.
Ja, ne, es passt schon so, wie ich es gemacht habe, glaube ich. Das Ding ist halt einfach so genial, die Schenke. Ich habe jetzt aktuell 140.000 Groschen. Ich kann damit eine echte Armee aufbauen, oder? Ach, sind diese Nebenquests hier auch alle verschwunden jetzt? Tatsache. Oh, okay. Das war mir jetzt so nicht bewusst, aber... ist jetzt so, wie es ist. Das ist der Waffenschmied. Den brauche ich nicht. Aktivitäten, alles weg. Naja, was soll's. Ich glaube trotzdem, dass Pribislav jetzt so perfekt ist. Ich hätte auch den Lokator schlechter bezahlen können. Ich glaube, ich hätte diese Errungenschaft haben können, tatsächlich. Schön, dich zu sehen. Wie gefällt es dir hier? Ganz ehrlich, es ist ein Drecksloch. Und was anderes bin ich ja nicht gewohnt. Aber wir tun was dagegen, nicht wahr? Wenn jemand mal deine Pflichten als Vogt übernehmen soll, lass es mich wissen. Lebe wohl. Boah, du bist ein ziemlicher Arsch. Nein, du bist verdammt reich, hast gut zu essen. Ich glaube, du hast hier echt nichts auszustehen. Was hast du denn so alles? Okay. Da ich ja eh Stein kriege, also ich würde jetzt wahrscheinlich noch... erstmal, ich würde mehr Häuser bauen. Hier vielleicht eine richtige Palisade rundherum ziehen. Vielleicht hier sogar mal die Straßen pflastern, das wäre auch nicht verkehrt. Man könnte hier noch so viel in die... ach, doch, sind Aktivitäten da. Man könnte hier noch echt viel aus der Stadt machen. Okay, ihr wollt, dass ich recht spreche? Ich spreche recht. Buch und Lumia, zwei altbekannte Unruhestifter. Streitet ihr euch wieder? Worum geht's diesmal? Ruch ist eine miese, diebische Elster. Dieser Schwein ist ein verdammter Lügner. Hört auf, meine Zeit mit Beleidigungen zu verschwenden. Was ist passiert? Wie du weißt, Meister Vogt, habe ich eine Tochter und dieser Bast... Ruch hier hat einen Sohn. Und natürlich ist sein Sohn genauso ein geiler Bock wie sein alter Herr. Er hat mein Mädchen geschwängert und sie dann sitzen lassen. Was für ein Unsinn, du Lügenmaul. Wir sind eine rechtschaffene Familie, Herr. Was eine Tochter. Ein Flittchen durch und durch, jawohl. Sie hat meinen Sohn verführt. Außerdem hat dieser Bastard meine Kuh gestohlen. So, das reicht jetzt. Einer nach dem anderen. Beruhigt euch. Was hat es mit der Kuh auf sich? Ich vermute... als sich sein nutzloser Sohn meiner Tochter gegenüber nicht anständig verhalten hat, versprach Ruch mir als Entschädigung für ihren Ehrverlust eine Kuh. Das ist wahr. Doch dann ist diese Dirne mit einem Barden durchgebrannt. Ist das etwa ehrenhaft? Und überhaupt... jeder könnte sie geschwängert haben.
Trotzdem hast du die Kuh versprochen. Erzähl mir mehr über deine Tochter. Bild hübsch und ein gutes Mädchen. Gleichwohl ein wenig unstet. Dieser Gockel hat ihr den Kopf verdreht und sie dann geschwängert. Aber heiraten will er sie nicht. Wer sonst wird sie nun mit dem Balg nehmen? Also einigten wir uns auf eine Entschädigung. So weit, so gut, aber du stimmst mir gewiss zu, Meister Vogt. Wo es keine Ehre zu verlieren gibt, gibt es auch nichts zu entschädigen. Ein Mädchen, das mit einem Wanderbaden durchbrennt. Was hätte sie tun sollen, wo sie sich doch hier nicht mehr zeigen kann? Dafür hast du gelöhnt. Aus meiner Sicht hat der mit der Tochter recht. Erzähl mir von deinem Sohn. Er ist nicht der Hellste, aber er hat das Herz am rechten Fleck und arbeitet hart. Numirs Flittchen hat ihm den Kopf verdreht, sich schwängern lassen und ihm dann das Herz gebrochen. Ich selbst redete ihm die Heirat aus, denn lieber gebe ich diesem Bastard meine beste Kuh als meinen Sohn. Das reicht jetzt aber. Der Junge ist ein Dummkopf und ein Rohling. Und meine Tochter ist gewiss nicht freiwillig mit ihm gegangen. Ich wollte nichts mehr mit Lumir oder seiner Tochter zu tun haben, also stimmte ich der Entschädigung statt der Heirat zu. Just als das Geschäft abgeschlossen war, war das Flittchen weg. Ich will meine Kuh zurück. Du kriegst gar nichts. Geschäft ist Geschäft. Du bist schuld, dass meine einzige Tochter fort ist. Das ist egal. Ich habe genug gehört, um ein Urteil zu fällen. Das ist ja vollkommen egal. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Geschäft ist Geschäft. Was auch immer danach geschehen mag. Die Kuh gehört Lumir. Hab Dank, Herr. Du bist ohne Zweifel weise. Das soll gerecht sein? Ich bleibe keinen Augenblick länger in einem Dorf, in dem sich der Vogt der Gaunerei hingibt. Also ich verstehe das Problem tatsächlich nicht. Mir ist auch der Ruf relativ egal. Es ist halt einfach... Lieder. Hallo. Kann ich dich Theresa herholen? Warum steht denn ihr alle hier? Habt ihr nichts zu tun? Wie viel von diesen Rechtsprechungen gibt's noch? Ich gehe mal eine Stunde vor, ob dann der nächste da ist. Würde mich mal interessieren. Es ist vollkommen egal, was nach dem Geschäft passiert. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das von vornherein so geplant war. Von daher ist das aus meiner Sicht ein ganz legitimes Geschäft. Einer von beiden geht so oder so, glaube ich immer. Oder ist unzufrieden. Auf nach Scarlet. Am Tag reise ich tatsächlich eh lieber. Da seht ihr auch besser. Und ich sehe auch, was passiert. Oh, Black Dragon, hi. Da unten sind sie. Oh, die sind stark. Das war ein Kopfschuss. Auch ein Pfeil in den Kopf. Was war denn das jetzt? Hat der Hund den jetzt umge... Oh, der lebt ja noch.
Was passiert hier? Hundling. Komm her. Ah. Ich kann nicht ausweichen. Heinrich, du verziehst, aber ich habe ihn wenigstens am Bein verletzt. Der lebt immer noch. Will doch nur einen Kopfschuss verpassen. Jo, das hat getäuscht. Ist nur ein Wanderer, dem das alles scheißegal ist. Das tat bestimmt sehr weh. Halt, da war noch ein Silberkelch. Ah, der Comanche Bogen ist nicht ganz so gut. Wie viele Leute habe ich jetzt schon mit dem Kopfschuss getötet? Vielleicht mal in die Statistik schauen. Da fehlen noch ein paar. Ich arbeite dran. Noch 13 Leute. Auf jeden Fall Command dabei. Ganz unbekümmert. Oh, erstmal das Tierchen füttern.
Als wäre gar nichts passiert. Das sind echt Händler. Dann seid ihr aber gewisserweise selber schuld, wenn ihr hierher kommt, vor allem ungepanzert. Sind die hingerannt? Nix weiter. Hier räumt doch keiner auf. Okay. Wo könnte ich noch Opfer finden? Ich gehe mal zum Kloster. Ich hätte auch oben noch einen Alchemietisch gehabt, aber ich gehe mal zum Kloster. Da sind noch die ein oder anderen Tränke, die ich noch machen muss. Ich würde mich in Rovna überhaupt nicht sicher fühlen, glaube ich. Ich meine, der ist vollkommen alleine, ist bloß noch der Pater da. Aber... Gut. Da geht die Elite wieder aufeinander los. Mal sehen, was wir als nächstes tun. Vielleicht kriege ich sie ja einzeln rausgepult. Vielleicht aber auch nicht. Moment, sind die verschwunden? Nee. Ah, das hätte fast einen Kopfschuss gegeben. Muss ich hier im Gothic 2 Stil machen? Versuchen sie zu trennen einfach. Bleibt doch nicht zusammen, ihr Pisser. Vor allem zu viert habe ich keine Chance gegen die, glaube ich. Okay, einer ist gedespawnt. Oh, kein Kopfschuss. Oh. Du wirst leiden. Hundi.
Lebt noch. Hau dich doch. Okay. Okay. Bist du noch hier? Nee, ich glaube, das ist gestorben. Guter Hund. Köter. Hey, ich versuche mit dir zu reden. Es war echt gut, dass er jetzt da war, sonst hätte ich vielleicht ein Problem gehabt sogar. Schnell ich auch heile. Das ist echt Wahnsinn. Passiert das jetzt schon wieder? Ich habe da gerade 3 umgebracht. Also ich glaube nicht, dass der letzte sich auch noch mit mir anlegen will. Aber ich habe wieder einen mit Kopfschuss verpasst. Mindestens einen. Das mit den Kopfschüssen ist gar nicht so leicht. Vor allem, die dürfen auch nicht da. Die dürfen es halt auch nicht überleben, der. Schuss muss halt auch tödlich sein. Es dürfen nicht einfach nur Kopfschüsse sein, es müssen tödliche Kopfschüsse sein. Und gerade wenn die einen Helm aufhaben, ist die Chance ganz gut, dass sie überleben. Wenn sie noch nicht vorgeschwächt sind. So, dann gucken wir mal, was ich noch nicht fertig gemacht habe, was ich vielleicht jetzt noch ein bisschen machen kann. Okay, habe ich noch nicht. Einmal Salbei in den Kessel mit Wasser. Aber der musste zerstoßen sein. Einmal Salbei und 3-mal kochen. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Ist doch dein Problem. Eins,
Ich glaube, da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. 2. Drei. Okay, einmal Ringelblume, einmal Beinwell. Einmal kochen. Und dann den Höhlenpilz. Ja. Das erscheint mir, diese Pilze einfach so reinzuschmeißen, erscheint mir überhaupt nicht klug, aber wer bin ich schon? Wermutgeist, auch noch nicht. Zweimal Wermut. Mit Alkohol. Ich finde einfach keinen Schlaf. Nee. Salbei in den Kessel und einmal kochen. Mit Alkohol. Okay, zweimal Wermut. Zerkleinern. Und ich glaube, jetzt war es nur noch destillieren. Ach, nochmal zwei Sand-O-Durchläufe kochen und dann destillieren. Ja, ja. Kann ich ihm eigentlich noch so ein Ding geben? Ja, dann kann man die Sachen auch, das habe ich genau im Blick, was ich noch nicht gemacht habe. Aber das machen wir beim nächsten Mal weiter. Habe ich jetzt irgendwas verbessert? Aber Alchemie fehlt mir noch ein bisschen. Aber wenn ich so weitermache, kriege ich das auch, könnte ich da noch wenigstens ein hohes Level erreichen. Reiten sieht auch nicht so verkehrt aus, aber da bräuchte ich jetzt noch ewig, um das fertig zu kriegen. Hundeflüsterer wird auch noch seine Weile brauchen, denke ich.
Und ich würde sagen, das war Let's Play Kingdom Come Deliverance für heute. Ich sage ciao mit Lichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Ich kann nicht speichern? Ich habe echt keinen Retterschnaps. Ah ja. Bye, Leute.